glaube, hat jemand den Sinn dieses Tests nicht verstanden. Was kommt noch? 3% Frankfurter. Ich bin einfach ein Bastard! Ja! Ja. Wer hat Nemo gebumst, ist hier die Frage. Ich fange mal an, Nutztier im Stammbaum. In diesem Paket befindet sich ein DNA-Test. Durch diesen Test kann ich herausfinden, zum Beispiel halt, keine Ahnung, wo ich herkomme, beziehungsweise keine Ahnung, wo meine Vorfahren der Weltgeschichte rumgepoppt haben. Ich muss sagen, packen wir mal aus. Nix spawnet, kein gar nichts hier, selber gekauft. Ich dachte mir mal, fuck it, ich probier's mal. Okay, das ist das gute Stück hier. Gut, wo fangen wir an? Ihr müsst anscheinend das Ding aktivieren, aber ich gerade nicht wirklich alles weiß. Erstens und zweitens, meine Mutter gerade am Schlafen ist. Weil ich nehme es hier gerade um Mitternacht auf. Muss ich es wohl morgen nochmal registrieren, aber wir machen heute meinen Test schon mal. Hier sind meine zwei Rührstäbchen. Hier sind meine zwei Testkits. Fast wie so ein Corona-Test, ey. So, oder was? Ich muss die jetzt hier aufschrauben, schließen. Selbst mal mit der anderen Backe, oder? Mhm. Upp. Zack, rein. Zack. Rein. Den Scheiß schickt man jetzt hier rein. Steckt man hier rein, eher gesagt. Contains cheek swabs from a healthy human not known or suspected to have infectious substances. Ah. Cool. Gut zu wissen. Wir sehen uns in ein paar Wochen wieder. Eine Ewigkeit später. So Leute, 4 Wochen ist es jetzt her. Ich habe gerade eben die E-Mail bekommen, dass meine Ergebnisse angekommen sind, okay? Die haben anscheinend aus mir vielleicht sogar einen Klon gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Ergebnisse. Ich frage fast mal in die Runde, von wo Fabi, Ari, Niklas und die Artemis in der Kamera denken, aus welchem Kaff ich rausgekommen bin. Und dann gucken wir mal, was die Wahrheit sagt. Ein paar Sekunden später. Ich bin der Fabi und ich glaube, der Donny hat ein bisschen was. Also ich kenne ein paar Kasachen und der Donny ist voll der Lockenkopf. Und alle Kasachen, die ich kenne, die haben Lockenköpfe. Ich bin mir, glaube ich, sicher, der Donny ist 99% Kasache und 1% Frankfurt. Ich gehe weiter. Ich habe ja ein bisschen, weiß nicht, was von meiner Oma und Mutter und so. Also auf jeden Fall ukrainisch, kasachisch und russisch auf jeden Fall drin. Vielleicht gar ein bisschen italienisch, aber mehr weiß ich auch nicht. Digga, ich sag 100%, du kommst Ukraine. Wirklich, Ukrainer sehen einfach. So sehen Ukrainer aus. Also da kommt bestimmt so irgendwo. So sind Ukrainer! So! So, genau so. Sei es doch irgendwas Russisches, irgendwas mit drin, aber nein, Ukraine. Also ich hatte tatsächlich auch primär gesagt, Russland, Kasachstan, tatsächlich eventuell so ein kleines bisschen weißrussisch, so. Okay, also es kommt ein bisschen random, also bestimmt auch ein bisschen russisch und whatever, aber irgendwie sieht es ein bisschen aus wie so, ach, ich weiß nicht, ich habe Freunde, die kommen so aus Paraguay und so, Südamerika, nein, nein, wirklich, und du gibst ein bisschen den Vibe, also die Locken und die Haarfarbe und auch dein Gesicht, das wäre mein Guess. 100 pro ein bisschen polnisch ist da irgendwo noch mit drin, ja, muss. Ey. Ja, muss. Bossblock, denke ich mal. Ja. Chat, are you ready? Ich kenne keinen Chat. Jan, sind Sie Dreck? Sie sind. Aschkesalischer Jude. Digga, was? Aber guck mal, von wo der Bereich ist. Balkan? Was ist Aschkenanischer Jude? 10% Osteuropäer. Was kommt noch? 3% Frankfurter. Nord- und Westeuropäer. Jo, er ist einfach Ich bin Mr. Europe. 100% Dreck. Eine ganz, ganz große Überschneidung gibt es bei Weißrussland, Litauen, Ukraine, Polen, Slowenien, Ungarn, Rumänien, Tschechien, Österreich, halt der ganze Schmock da. Alter, das sieht crazy aus. Auf jeden Fall wohl viel, ganz, ganz viel hat das ganze halt Polen, Ukraine, Russland gedönst. Dann Balkanbewohner, was haben wir da? Bist du Grieche? Du kommst, da ist ein bisschen Thessaloniki drin, perfekt. Ja! Ja! Komm, Bruder, ich komme vorbei, Familienessen! Da machen wir ja keine Uso, ey. Digga, was hast du gesagt? Ob Andorra nicht aus Herr der Ringe kommt. Ich bin Ostblock. Du bist der Ostblock. 7,5% Nord- und Westeuropäer, das ist halt Deutsch und Französ. Welcher Franzose hat sich bei mir da reingeschmuggelt, Alter? Diese ganz, ganz knappe Grenze in England. So ein paar Hundebewohner. Ganz, ganz bisschen. Ich bin so zu 0,0001% Engländer oder sowas. Guck mal, ganz, ganz knapp so Dover noch drin damit erreicht. Ist das crazy? Den Hafen mit der Wische, mit der ich hatte einen Hafen. Ich wurde irgendwie auf irgendeinem Hafen gezeugt, ja. Einfach. Ja, aber Freunde, ja, das war's mit dem Video. Ich bin Vollblut-Europäer, Ostblock, Plattenbau, Alkohol, alles. Autos klauen mit 14. Ich bin das, Leute. 0%? Oh! Hä? Jetzt haben wir alles freigeschaltet. Bastard. Ja, okay. Ich bin Mr. Europe. Also, ich habe ganz, ganz bisschen was oben: Kanada, Greenland, am Russland-Bereich. Bisschen Amerika,
ganze... Grönland. Ein bisschen Grönland, ganze hier von Guatemala bis Argentinien, diese Schleife, bisschen Brasilien. Oh mein Gott, hier Jemen, Saudi-Arabien, Irak, Afghanistan, China. Ich bin eine... Ein bisschen pazifischer Ozean auch. Ja, ich bin einfach ein Bastard. Oh mein Gott, Griechenland, Irak, Afghanistan, Usbekistan, Schweden, Finnland, Irland, Monaco. Ne, Marokko. Marokko! Ja, ich komme aus dem Pazifischen. Wer hat Nemo gebumst, ist hier die Frage. Ich habe gefragt, ob ein Nutztier im Stammbaum. Es gibt selbst irgendwelche Kulturen, wenn man viele Nutztiere oder so. Deine Oma war einfach ein Wal. Lasst gern Like da, lasst gern Abo da, folgt meinen ganzen Idioten hier. Es war geil, hat Bock gemacht. Super, einfach. Scheiße. Scheiße. Das Ende.